Hallöchen, meine Lieben. Heute stelle ich mir mal wieder eine ganz besondere Frage. Kann man Bananenschalen eigentlich essen? Oder sind sie giftig? Ja, pauschal würde ich davon erst einmal abraten. Doch ich analysiere die Frage jetzt mal ganz genau. Wie ihr vielleicht wisst, werden Bananen in den Tropen angebaut. Und dort herrscht oft ein feuchtes Klima. Dies begünstigt stark den Schädlingsbefall. Und daher werden Bananenplantagen extrem mit Pestiziden behandelt. Klar, es gibt Bio-Bananen, aber das heißt noch lange nicht, dass da nichts drauf ist. Und wenn sie total clean wären, würde ich sie trotzdem nicht essen. Weil der Weg mit dem Containerschiff ist echt weit und ja, die Bananen werden von so vielen Leuten angefasst und das möchte ich dann doch nicht verspeisen. Okay, nehmen wir mal an, wir haben eine wild wachsende Bananenstaude zu Hause, wo gar keine Spritzmittel eingesetzt werden. Und alles ist total bio. Ja, ganz ehrlich, ich würde die Bananenschale trotzdem nicht essen. Und warum? Schaut euch doch mal die Affen und Schimpansen an. Die essen die Bananenschale auch nicht. Und von unseren Artgenossen kann man ja so einiges lernen. Man kann aber sagen, die Bananenschale ist an sich eher wohl nicht giftig, nur ist sie halt nicht gerade so angenehm zum Essen. Aber die Bananen, die ihr im Supermarkt kaufen könnt, davon würde ich auf jeden Fall nie eine Schale verspeisen. Da bekommt ihr womöglich Magenschmerzen oder Durchfall. Oh nee, nein, danke. Dann habe ich schon gehört, einige nehmen Bananenschalen als Dünger auf den Kompost. Da muss ich sagen, würde ich nicht machen. Denn dann kommen ja die ganzen Pestizide in meine Gartenerde. Okay, wenn die Bananen bio sind, kann man darüber nachdenken. Denn Bananenschalen haben natürlich auch viele positive Seiten an sich. Zum Beispiel enthalten sie viele Mineralstoffe. Und die sind für ein gesundes Gemüsewachstum immer von Vorteil. Voll krass, es gibt Leute, die denken, sie bekommen von einer Bananenschale weißere Zähne. Also da wäre ich eher skeptisch. Des Weiteren gibt es Leute, die glauben, dass die Bananenschale gegen Warzen hilft. Glaubt ihr das wirklich? Ja, schreibt mir dazu einfach mal eure Meinung in die Kommentare unter dem Video. Ja, manche rauchen sogar die Bananenschale. Sind das Urvölker oder sind das normale Bürger? Ich glaube eher das Erstere. Also wenn schon, dann denke ich mal, sind das die Einheimischen in den Amazonasgebieten. Die haben vielleicht sonst nichts zum Rauchen, dann nehmen die halt getrocknete Bananenschalen. Naja, wer keinen Tabak hat, nimmt halt Bananenschalen. Also wenn ihr mich fragt, ist die Bananenschale giftig, würde ich mal sagen, auf keinen Fall ist sie giftig. Außer sie ist voll mit Pestiziden bespritzt. Dann lasst besser die Finger davon. Wer will, kann auch die Bananenschale essen. Ich verspeise lieber das Innere von den Bananen. So sind Bananen ja auch voll das Sportlerobst. Relativ viel Kalorien mit genügend Mineralien und Vitaminen. Doch der hohe Zuckergehalt hat auch Nachteile. So sollte man die Banane als Bürosnack eher vermeiden. Mein Fazit: Bananenschalen essen, das kommt nicht so gut an. Ist zwar sicher nicht schädlich, solange es 100% Bio ist. Aber solange wir genügend Bananen haben, esse ich doch lieber nur das Innenteil davon. Und passt auf, dass ihr nicht auf einer Bananenschale ausrutscht. Bis bald, euer Christian. Ciao.